Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Darth Steffen zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dieser Folge und wir machen auch mal weiter. Ich würde sagen, da wir die letzte Zeit ein bisschen erkundet haben, werden wir einfach mal wieder ein bisschen weiter bauen. Ich denke mal, das kann nicht schaden, wenn wir einfach mal noch ein bisschen alles weitermachen hier. Und einfach mal noch ein bisschen was an unserem Hauptgelände hier zu machen. So, dann hier einen Baum lang. So. Gut, das dürfte reichen. Da habe ich mal einen unendlichen Vorrat eigentlich. So, jetzt pflanzen wir mal noch die Fichten hier irgendwo hin. Dass ich noch ein bisschen Fichtenwald habe. Da würde ich aber sagen, den pflanze ich einfach mal hier hinten noch mit hin. Bei meiner Baumplantage. Da passt das nämlich dann auch. So. Da können die nämlich alle schön hier wachsen noch an meiner Plantage. Dann ist das perfekto Missimo. So. Dann pflanze ich die noch hierher. Hierher. Okay. Haben wir alle 11 gepflanzt. Und so haben wir auch schön das Fichtenholz. Es fehlt uns eigentlich nur noch das Schwarzeichenholz. Dann hätten wir wirklich alles da. Es fehlt eigentlich wirklich nur noch Schwarzeiche. Ist nicht das Schwarzeichenholz, muss ich definitiv noch mal auf Erkundungstour gehen. Das steht fest. Da bleibt mir auch keine andere Wahl, als noch mal auf Erkundungstour zu gehen für die Holzsorte, weil sonst Moment, muss ich gleich weiter. Hä? Warum hat sich gerade Spotify, keine Ahnung, ist das irgendwie Spotify einfach mal deaktiviert, warum auch immer, fragt nicht warum. So, dann leuchte ich die mal noch aus hier. Wir machen einfach mal komplette Ausleuchtung hier. Scheiß auf Fackelverschwendung, aber so haben wir wenigstens voll Ausleuchtung. Und ja, kann nichts passieren. So, dann gucke ich mal, was ich so an Holz habe und Steinsorten. Da könnte ich nämlich zwischen den Bären Wege bauen, verschiedene. Oder besser gesagt, zu Wegvorlagen. Einfach, dass es ein bisschen wie Beete aussieht und wie so eine kleine Gärtneranlage. Aber dann muss ich natürlich erstmal schauen, was ich so alles am Vorrat habe. Was ich benutzen kann. Weil ich kann ja auch da kein Müll hinschmeißen. Was habe ich denn hier unten eigentlich noch alles? Aha, aha, aha. Also Platz habe ich noch. Ich kann noch ein bisschen was braten. Bücher müsste ich auch noch ein paar machen. Ein paar Bücherregale. Sehe ich gerade, ich habe noch nicht komplett fertig. Also gibt es noch haufenweise Arbeit. Sieht Kies habe ich 33. Gut, kann man nicht so viel anfangen, aber ist egal. Egal, genau, egal. Egal. Oh, warte mal. Nee, das kein Eisen. Okay, wollte schon sagen, dass ich Eisen da habe und da auch drin. Dann würde ich sagen,
Nehmen wir die 33 Kiesblöcke. Die kann man dafür auch nehmen. Ich wollte eigentlich kein Kies nehmen, aber das ist egal. Manchmal muss man auch ein bisschen bisschen händeln und es anders machen, als man es vielleicht möchte. Aber man kann es ja immer wieder umändern, das ist ja das Schöne. Ist ja nicht so, dass man das so lassen muss. Auf Dauer. So, dann können wir nämlich hier schon mal Kies reinknallen. Das soll ich dann vielleicht auch noch ein bisschen verlängern nach außen. Aber erstmal will ich die Hauptteile hier machen. Aber noch mehr werde ich dann wahrscheinlich eh nicht hinpflanzen, weil das vollkommen ausreicht. Das ist natürlich Mist. So und so. Wird dann wahrscheinlich hier auch so sein, dass da jetzt Wasser kommt. Yep, dachte ich mir fast. Na, müssen wir das halt alles ein bisschen angleichen. Ist ja kein Thema. Da gibt es Schlimmeres. Wesentlich Schlimmeres. Gut, da muss ich auch noch mal ein bisschen was machen. Anpassen. Naja. Dann passt man das halt ein bisschen an hier. Ist ja nicht das Thema. Bep, schon haben wir es erledigt, das Problem. Es gibt keine Probleme, wo man welche machen müsste. Also machen wir uns auch keine Probleme. So. Der Kies wird vielleicht auch nicht ganz reichen. Da muss ich auch mal welchen Fusch holen gehen. Und was ist denn jetzt schon wieder los? Nur weil ich im Hintergrund spiele, update. Tut es den Boost-Modus aktivieren und dadurch mein Spotify immer beenden. Was ist das für ein Quatsch? Alter Schwede, da muss ich mal gucken, dass ich Spotify irgendwie rausnehme aus der Liste. Außer, dass das Spotify nicht auch immer mit aktuell deaktiviert im GameSpeed-Modus, wenn ich ein Game aktiviere. Das Problem ist, das Programm, was ich habe, aktiviert dann immer den Game-Modus, wenn die Aktualisierung fertig ist von irgendeinem Spiel, zumindest bei Orchien. Und dann deaktiviert mir natürlich schön immer mein Spotify. Wird dann, glaube ich, nochmal passieren, weil eigentlich bin ich jetzt gerade noch in der Aktualisierung. Also nicht wundern, wenn Spotify gleich nochmal ausgeht, ganz kurz. Dann nicht wundern. Dann liegt das an der Aktualisierung. Auch wenn ich das irgendwie total schwachsinnig ich finde, dass das während der Aktualisierung das dann deaktiviert wird in Speed. Game Speed Modus geht, dass das Game einfach schneller und besser läuft. Aber nun ja, so ist das halt. Muss ich mal gucken, ob man das noch einstellen kann, welche Programme es deaktiviert und nicht deaktivieren soll. Aber ich denke mal, das kann man garantiert einstellen. Ich würde sagen, die Fichten hier vorne werde ich nicht fällen. Die werde ich so stehen lassen als Abgrenzung. Das sieht schön aus. Da kann ich hier noch eine hinbacken. An die Stelle dann. Oh, sei Creeper. Auf einmal. Holla, die Waldfee. Was steht da drüben? Ein Esel. Sieht zumindest wie ein Esel aus. Was sah wie ein Esel aus. Ich gehe mal ganz kurz in der Höhle unterm Schloss schauen, ob da eventuell noch ein bisschen Kies liegt.
Da könnte vielleicht noch Kies liegen, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ah, diesmal nur ein Zombie. Sonst kommt immer mehr. Halten sich halt ruhig, die Zombies. Ein Kies. Und das war's schon wieder, wa? Shit. So ein Kies ist etwas schwach. Ja, hier liegt zwar noch ein Haufen Kies, aber die wollte ich eigentlich so liegen lassen, dass das so bleibt hier, dass das so ein bisschen natürlich aussieht. Die nehme ich auch nicht weg. Den Kies lasse ich liegen. Den nehme ich da nicht weg. Das soll natürlich aussehen. Deswegen lasse ich den da schön liegen an der Stelle. Dann gehe ich lieber hier nochmal weiter runter und schaue mal, weil hier unten, ob ich hier nochmal irgendwo eine Kiesader finde, wie zum Beispiel da. Da hole ich mal lieber hier nochmal ordentlich Kies. Weil hier stürzt dann kein. Hier kann ich schön wegschachten. Ohne dass da oben die Höhle beschädigt wird an ihren schönen Aussehen. Dass es natürlich aussieht. Hier kann ich schön buddeln. Und der Kies reicht dann auf jeden Fall aus erstmal. 100% reicht der Kies dann erstmal. Das ist auch mehr als ich brauche. Aber ist ja egal. Lieber hat man mehr als zu wenig. So, perfekt. Gut. Dann noch. Gut. Können wir im Prinzip wieder hochgehen. Und jetzt verlaufe ich mich schon wieder. Halt, war hier auch Kies? Ja. Nehme ich auch noch mal mit die Ecke Kies hier. Kann ja nicht schaden. Noch kann die Schaufel. Noch ist die Schaufel bereit zum Schaufeln. Daher schaufel ich mal schön. Solange die Schaufel noch geht, schaufel ich. Ich mache die Schaufel jetzt hier noch platt. Na gut, das ist recht platt. So, ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Okay, das war der letzte. Gut. Na, ich glaube, der Kies. Oh ja, der reicht definitiv aus. Der reicht definitiv aus. Damit kann ich was anfangen. Wo kam ich denn jetzt? Das ist echt trotzdem verwirrend, ne? Das war doch nur ein paar Meter, die ich gelaufen bin hierher. Hä? Hier hinten ging es hoch, oder? Kann das sein? Hä? Was denn? Jetzt habe ich mich tatsächlich wieder verirrt. Kann das sein, dass ich mich so leicht verirre? Was ist nur mit meinem Orientierungssinn los? Ich weiß, dass der zwar scheiße ist, aber so scheiße hätte ich es auch nicht gedacht. Spinne, ich habe dich gesehen. Was ist es tun, als hätte ich dich nicht gesehen? Spinne. Ich habe dich gesehen. Ah, hier jetzt hoch. Okay. Puh, Ausweg gefunden. Ich dachte, ich irre schon wieder ja, stundenlang in der Höhle rum und komme da nicht mehr raus. Das kann man von mir echt erwarten. So ein Orientierungssinn habe ich nämlich wirklich. Mein Orientierungssinn ist wirklich scheiße. Aber nun gut. Weiter geht's hier an meinen Beeten. Und jetzt kann ich den Sucher direkt noch erweitern, weil ich so viel Kies habe. Dass ich das locker machen kann mit den Erweiterungen.
Aber wie gesagt, Hunger leiden werde ich auf jeden Fall keins. Ich habe da mein Feld, mein automatisches Feld und hier nochmal die Süßbären. Also ich habe so viel Vorrat. Ich glaube, das Problem des Verhungerns wird es nicht geben. Niemals. Ich bräuchte mal eine neue Schaufel, ne? Ich habe keine Schaufel mehr an Bord. Wie kann denn das sein, dass ich keine Schaufel mehr habe? Haben wir jetzt vielleicht noch eine drinne? Ja, eine, die gleich kaputt ist. Die bringt man natürlich überhaupt nichts mehr, wenn die eh gleich durch ist. So, dann mache ich das mal so hier. Dann mache ich mir jetzt noch so einen kleinen Querweg hier, an dem man von vorne lang laufen kann am Beet. Und dann überlege ich mal, ob ich das sogar noch einzäunen werde, rein theoretisch. Zäune habe ich ja im Prinzip jede Menge, dass ich es einzäunen könnte, wenn ich wollte. Okay, warte mal, hier muss auch noch einer hin. So. Perfekt. Oder man lässt es halt auch so offen. Je nachdem. Achso, hier habe ich die Fackeln da an der falschen Stelle stehen. Muss ich nochmal etwas umändern. So. Dann passt es nämlich auch wieder. So und so. Gut. Dann passt das nämlich. Das war jetzt nämlich nicht ganz so, wie es sein sollte. Und jetzt muss ich hier schön schauen, weil gleich kommt hier irgendwo wieder Wasser. Da nämlich. Daher muss ich nämlich... So, hä? Das war natürlich auch eine gute Attacke gerade. Auch nicht schlecht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Habe ich einfach hinten in das andere Loch geschubst. Professionell von Darth Steffen zockt, ne? Wie immer. Profi-Zocker von Minecraft on Air. Na gut, Profi-Zocker will ich nicht sagen. Das bin ich auf jeden Fall nicht, was Minecraft angeht. Profi-Zocker wird da heiß. Man wird sich mit dem ganzen Redstone-Gedöns auskennen. Das tue ich nicht so gut. Daher kann ich nicht sagen, dass ich Minecraft-Profi bin. Ich bin immer noch ein Anfänger. Definitiv. Und ich werde jetzt natürlich an der Stelle auch erstmal die Folge wieder beenden. Denn die Zeit ist wieder um. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge wie immer viel Spaß gemacht hat und ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit und von eurem Darth Steffen zockt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Die nächste Folge wäre dann natürlich wieder am Donnerstag. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt treu gewogen und gesund. Und ja, wir sehen uns dann Donnerstag wieder. Möge die Macht und das Minecraft-Blut natürlich mit euch sein. Und lasst gerne ein Like und Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ciao, ciao, ciao. Euer Darth Steffen zockt.